Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ja, Fernbus-Simulator, dem Reisebus-Simulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Ja, heute starten wir mal ja, mit so einem kleinen Preview wieder. Beim letzten Mal hatten wir uns ja vorab hier die neuen Scania Touring angeschaut. Ich dachte mir, okay, fahren wir mal mit dem Scania Touring und zwar in der 129er-Variante mit dem schönen 2014er Flixbus Repaint. Das gibt es im Steam Workshop. Werde ich euch natürlich auch wieder immer in der Videobeschreibung verlinken. Ihr seht, es ist winterlich, es ist kalt und wir werden mal fix die dementsprechenden Fahrgäste einmal einchecken. Und dann werden wir heute in der Folge, ja, ein kleines Preview. Da werde ich euch ein kleines Preview geben zum ja, am morgigen Tag erscheinenden ja, Luxemburg-DLC. Ne, es wird die Stadt Luxemburg oder das Land Luxemburg dementsprechend kostenlos als ja, Download zur Verfügung geben, als kostenlosen DLC. Und ich würde sagen, wir loggen uns mal kurz ein hier und werden dann, werde ich da ein bisschen was zu dem DLC sagen. Ne, das wird auf jeden Fall erscheinen. Luxemburg ist Dankeschön. korrekt. Am Hi, kann ich bei Ihnen ein Ticket kaufen? 12. Oh, nein. Moin, Mist. ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Mist. Falsch geklickt. Und zwar am 12.12. wird das Ganze erscheinen. Das Ganze ist kostenfrei. Das finde ich echt cool. Und erweitert quasi unsere Länder um insgesamt 258 Ciao. Quadratkilometer. Guten So. Tag. Ich hoffe, ciao. Ja, Sie sind richtig, genau. Mahlzeit, ist das gültig? Ja. Dankeschön. Bitteschön. Moin. Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Natürlich. Auf geht's. Dankeschön. Hi, ich hoffe, ich bin hier richtig. Natürlich sind Sie Cool. richtig. Mahlzeit, bin ich hier richtig? Mahlzeit. Vielen Dank. Genau. Ciao, ich hoffe, ich bin hier richtig. Wie ciao? Wollen Sie jetzt mit oder ciao? So. Ciao. Mahlzeit, ja, ciao. Hi, ich müsste noch ein Ticket bei Ihnen kaufen. Nein, nicht bei Ach mir. nee, jetzt echt? Nö. Hallo, bin ich hier richtig? Ja, Danke sehr. natürlich. So, schauen wir Ciao, ich hoffe, ich ciao. Ja, ciao, ciao. Moin, Sie wollen bestimmt mein Ticket sehen. Moinsen. So, ich Cool. grüße Sie. So, guten Tag. Servus, ich würde gerne ein Ticket kaufen. Ja, nach Luxemburg, ne? So, und da fahren wir auch gleich hin. Wir gucken uns dann gleich mal an, wo das Ganze auf der Karte denn liegt, wenn wir nämlich hier alle eingecheckt haben. So, das haben wir Auf jetzt gerade eben geht's. gemacht. Dann würde ich sagen, schließen wir mal die Luken. So, haben wir noch eine Tag, vergessen? das Ticket, Ach, bitteschön. Sie wollen auch noch mit, okay. Cool. Habe ich fast übersehen. So, jetzt gucken wir uns mal die Map an. Und zwar, wir fahren von Bonn los, Bonn Busbahnhof, ne, werden hier auf der B56 weiterfahren, auf der Bundesstraße und fahren dann hier. Ne, das liegt Luxemburg liegt quasi hier direkt, ist quasi auch Teil der Benelux-Union, ne, und grenzt quasi an Belgien, Deutschland und Frankreich. Und da werden wir jetzt hinfahren, sind 192 Kilometer. Ich würde sagen, den Bus machen wir mal soweit startklar. Ne? So, anschnallen, Leute. Ab geht die Fahrt. So, mal Elektrik an hier. So, ja, der Bus hat auch sehr, sehr gutes Feedback von euch bekommen. Ne? Der fand ihr richtig klasse. Ne? Der eine oder andere hat sich den auch schon gegönnt von eurer Seite. Ich würde sagen, wir starten mal den Motor. So, hat auch einen eigenen Sound. Ne? Und dann werden wir den ganzen mal hier so weit aufrüsten. Ich muss mal gucken hier wieder. Das. Ich würde sagen, wir schalten das mal ein. Gucken wir mal hier durch. Ne, die schöne Scania-Logo hier. So, machen wir ein bisschen ganz normal Licht mal ein bisschen an, Fahrlicht. Dann machen wir mal die Klimaanlage. Schöne, muckelige 23 Grad. Fanfare. Das brauchen wir nicht. Passenger Slides auch nicht. Küche. Ist immer noch auf Englisch. Das könnte man vielleicht nochmal auf Deutsch anpassen. Wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Kommt vielleicht noch. Ansonsten haben wir noch WLAN und WC. Das haben wir auch alles mit am Start. Das heißt, ich würde sagen, wir können mal losfahren. Legen jetzt mal hier den ersten Gang so weit ein. Das ist der schöne Bus hier. Und mit dem werden wir dann jetzt gleich nach Luxemburg fahren. Jetzt hier keinen Gang eingelegt. Mal kurz gucken hier. So, jetzt haben wir Gang. Und können dann quasi
losfahren. Ab geht er, der Pedder. So, 192 Kilometer. Ne, ab nach Luxemburg. Wieder ein neues Land mit dazu. Beziehungsweise ein sogenannter, ja, ich glaube, ist das ein Stadtstaat? Ich glaube nicht, weil die Stadt Luxemburg heißt auch, ja, zum passenden Land Luxemburg. Umfasst dementsprechend knapp, glaube ich, 600, ich glaube 63.000 Einwohner, wenn ich mich da richtig informiert habe. Und zählt auch seit 1994 zum Weltkulturerbe, zum UNESCO-Weltkulturerbe. Das hat folgenden Grund, nämlich es gibt schöne, schöne Altstadt hier, beziehungsweise dann in Luxemburg. Und die, wie gesagt, zählt einmal wegen der Altstadt und auch wegen der Befestigungsanlagen, die dort verbaut wurden. Ach, da habe ich ja wieder richtig gut geparkt hier. Seit 94, wie gesagt, zum Weltkulturerbe. Mal gucken hier. So, jetzt können wir fahren. Auf geht's. Der Scandiaf gefällt mir auch sehr, sehr gut. Der Sound klingt auch sehr, sehr satt und schön. So, wir müssen einmal hier direkt wieder rum. Mal kurz im Spiegel gucken. So. Auf geht's. So. Ja, ein bisschen Strecke haben wir, ein bisschen Bundesstraße, die wir fahren müssen. Das heißt, wir haben einiges an Zeit zu überbrücken. Und vielen, vielen Dank nochmal für die zur Verfügungstellung des Keys, ne, um euch mal hier gleich direkt mitzunehmen, um euch das neue kostenfreie DLC dann auch so ein bisschen präsentieren zu dürfen. So, wenn es jetzt gleich mal grün wird, wird schön. Ich finde jetzt auch mal hier dieses Schneegestöber hier, das finde ich echt sehr cool gestaltet. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Wirkt auch alles jetzt schon sehr, sehr hell. So ein leichter Schleier. Ich glaube, der ist auch weg mittlerweile, ne? Es gab, glaube ich, auch noch mal ein kleines Update, der das ein oder andere noch behoben hat. Also jetzt von der Optik her sieht das Ganze jetzt hier sehr satt aus, auch von den Farben. Wirkt auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. So, wir bremsen mal zeitnah. Da schauen wir uns den Bus mal an hier mit dem schicken Repaint. Ich dachte, nehmen wir mal so ein Oldschool Repaint. Hatte da mal im Steam Workshop geschaut und fand das ganz cool. So. Ja, sieht echt schick aus. Passt auch gut zu einem Scania. Ich glaube, das hatten wir schon mal mit dem MAN Lions Code schon mal gehabt. Das Repaint. Ne, ist auch schön. Gestochen scharf. Was mich aber mehr auch toll gefällt hier bei dem Touring, beim Scania Touring, sind hier diese schönen LEDs. Oder wie mein Vater sagt, immer LED. Ich weiß gar nicht, wie jetzt die korrekte Bezeichnung dieser Lämpchen ist. Ich glaube, LED ist es ja nicht getrennt. Heißt es doch LED? Ich weiß es nicht. Ihr könnt es ja mal reinschreiben, wenn ihr es wisst, wie man das korrekt ausspricht. Aber das ist, sieht auf jeden Fall recht cool aus bei dem Bus. Und mittlerweile, wenn man mal betrachtet, wie groß der Fernbus-Simulator mittlerweile geworden ist, allein auch durch das Frankreich-DLC kam ja nochmal richtig viel neue Dinge mit dazu. Hier ist 80. Wir sind jetzt hier auf der A555 unterwegs. Und haben noch ein bisschen Fahrzeit hier und fahren jetzt hier durch die schöne Winterlandschaft. Also das finde ich jetzt persönlich auch sehr gut. Echt cool gemacht. Passt auch zur Jahreszeit, wobei das Wetter aktuell draußen hier zumindest in NRW sehr verregnet ist. Ja, was ich leider sehr, sehr schade finde. Aber gut, so ist es. Ne? Und wenn ihr mal ganz viel Winter sehen wollt, ne, schaut auch mal gerne im Winterressort-Simulator vorbei. Das hatte ich am gestrigen Tage gebracht. Und da wird auch werden jetzt auch immer mehr Videos dazu kommen. Und auch zu anderen tollen Spielen. Ne, das ganze Jahr kam nichts und jetzt kommt wieder ganz so viel. Ne? Außer von TML, da kamen immer so diverse Add-ons mit dazu. Ne, wie das Frankreich-DLC, dann natürlich auch den BB40, diesen kleinen Toyota Coaster kam mit dazu. Der Scania Touring kam mit dabei, jetzt dann bald das kostenlose DLC jetzt hier zum Land Luxemburg und dessen Hauptstadt. Das ist auf jeden Fall auch recht cool. Was haben wir denn noch gehabt? Das dementsprechende Rhein-DLC, wo wir dann dort auch langfahren konnten. Ich habe gerade nicht den genauen Namen nochmal im Kopf, aber ihr werdet es mir wahrscheinlich schreiben in den Kommentaren. Das heißt so und so, Rhein George, so hieß es auf Englisch.
Ryan Georg DLC. Das war auch kostenlos. Also viele, viele kostenlose DLCs. Ne, auch einen kostenlosen Bus gab's. Das finde ich persönlich auch sehr, sehr gut. Ach, guck mal, wie toll das aussieht hier. Ne? Also richtig klasse. Und richtig gut. Auch mit der Sonne. Ne? Ja, wir haben mittags jetzt gerade hier 12.22 Uhr. Und sind jetzt hier auf der Bundesstraße unterwegs und fahren dann dort dann jetzt direkt nach Bonn. So, 50 haben wir jetzt hier auf der Uhr. Gucken, geht da noch ein bisschen mehr. Aber er quält sich. Der Bus. So. Nehmen wir mal ein bisschen hier Außenoptik mit. Und switchen nochmal wieder rein. Oh, ein paar Schlaglöcher hier. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, da geht es auf jeden Fall echt ins Gelände. Und wenn man mal überlegt, wie damals der Fernbus-Simulator angefangen hat, ist das Spiel mittlerweile sehr, sehr schön geworden. Es gibt das eine oder andere natürlich immer noch zu verbessern. Einer der größten Punkte ist auf jeden Fall immer noch die sogenannte KI. Aber da ist man auf jeden Fall auch dran. Dass dann das mit der Grafik, dass das auf einmal alles so ein bisschen so dunkel aussah, das wurde meiner Meinung nach jetzt auch sehr gut gefixt. Jetzt geht es auf die E29 Richtung Luxemburg. Da habt ihr es schon gesehen. Da ist dann auch schon die passende Beschilderung mit dabei. So. Fahren wir hier mal ab. Ach, guck mal hier, wie cool das ist. Ach, guck mal, so ein schöner Bauernhof mit so einem schönen Glasdrescher. Ist doch Glas, ne? Ja, müsste ein Glas gewesen sein. So, hier haben wir noch ein bisschen Bäume auf der Straße. Abseits der E55. So, das wird dann, denke ich mal, bis zum Release der Karte dann noch gefixt werden. Das sind immer so kleinere Sachen, die dann dementsprechend dort noch auffallen. Ich werde mir das auf jeden Fall aufschreiben und dann gleich nochmal eine E-Mail wegschicken. So. Gucken wir mal hier. Nicht, dass wir jetzt hier in den Gegenverkehr kommen. Nee, das ist, passt soweit. Oh, da vorne haben wir die KI wieder. Man kennt sie. Hoch. Ja, da parkt sie wieder. Wir werden mal langsam hier vorbeifahren. Ach, naja. Gerade noch drüber gesprochen. Da war es wieder. Aber ist ja nichts passiert. War ja freie Bahn. Und wir konnten ja dann hier dementsprechend einfach vorbeifahren. Schöne Winterlandschaft. Das wünsche ich mir eigentlich auch zu Weihnachten, aber ich habe so die Prognose gesehen. Das wird wohl nichts, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, mit weißer Weihnacht. Es wird wahrscheinlich wieder 10 Grad und Regen geben. Also quasi wie immer. Aber es ist einfach, ja, manchmal ein bisschen schwierig. Aber sieht echt gut aus. Auch mit den Bäumen hier. Ne, dass sie jetzt auch hier im Winter natürlich dann keine Blätter mehr dran haben. Das finde ich auch zum Beispiel sehr gut. Ne, ein paar Tannen haben wir hier noch. Könnte ich eigentlich mal anhalten und Weihnachtsbaum mitnehmen. Ne? Wäre auf jeden Fall auch eine Möglichkeit. So, und auch hier mit den Lichteffekten. Guck mal, wie cool das spiegelt hier. Auch auf dem Asphalt. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Hier haben wir so ein bisschen, ja, nur einen kleinen Bauernhof, so wie das aussieht. Ein paar Industrien haben wir da vorne noch. Und so langsam wird es immer schöner. Man hat immer mehr Kilometer hier auf jeden Fall anzufahren. Das macht dann auch immer sehr viel Spaß. Und ganz viele Sehenswürdigkeiten sollen auch mit verbaut worden sein in Luxemburg. Einmal hier Luxemburger Plateau Bourbon, oder wie man das ausspricht. Mein Französisch, ich weiß gar nicht, welche Landessprache spricht man da? Französisch? Oder Luxemburgisch? Ich weiß es gar nicht. Ich denke, der eine oder andere wird dann wieder mich anschreiben und mich dann wieder korrigieren bezüglich der Aussprache. Aber ist ja nicht schlimm. Ne? Ich bin auch immer Mensch, der dann noch ein bisschen dazulernt und auch gerne auf eure, ja, Tipps, Tricks und Hinweise dann auch, ja, immer gerne zurückgreift. Ne? Original Polizei wurde auch wieder verbaut, das heißt die KI Polizei wurde da auch mit verbaut in Luxemburg. Dann haben wir noch den Hauptbahnhof, ne, da werden wir, glaube ich, unseren Halt machen. Der ist auch mit verbaut, sowie auch die Parcellbrücke, die Adolphe-Brücke, Denkmal der Erinnerung und vieles, vieles mehr soll es da zu entdecken geben. Wir werden uns das gleich auf jeden Fall noch mal ein bisschen anschauen, wenn wir dann in Luxemburg, in der Stadt Luxemburg angekommen sind.
glaube ich, gleich abfahren hier. Rechts geht es nach Luxemburg, Wiesbaden, Darmstadt, Frankfurt. Man hat hier auch die typischen Straßen dort, soweit, oder die Schilder auch der Landessprache angepasst. So, jetzt fahren wir hier ab. Und wir sind dann gleich in Luxemburg-Stadt. Ich hoffe, das ist soweit richtig ausgesprochen. Jetzt haben wir mal ein paar so kleine Mini-Rucklagen hier gehabt, weil ein bisschen was nachgeladen hat. Und die hat dann auch bezüglich der Sitzposition geschrieben. Wo ich die bei der letzten Folge eingestellt habe, dass das ein bisschen komisch war. Das ist, glaube ich, nicht auf die Busse gelegt, sondern er speichert nur die Sitzposition grundsätzlich. Und wenn man natürlich dann einen neuen Bus hat und ein neuer Bus mit hinzukommt, muss man das natürlich nochmal manuell anpassen. Das wäre auch cool, wenn man das pro Bus quasi einstellt. Und das ist jetzt hier bei dem Scania diesbezüglich aufgefallen. Das hattet ihr geschrieben. Hatte auch dann der ein oder andere von euch auch schon einen Kommentar geschrieben, dass das so wohl aktuell der dementsprechenden Technik so ist, ne? Oder dass das halt so... Upsa, halt mal. Oh. Ja, der wäre voll in uns reingebrettert hier. So, jetzt fahren wir hier einmal Richtung Luxemburg-Stadt, biegen dann einmal ab und dann schauen wir uns das gleich mal an hier. Also ein bisschen weiter ausholen hier. Wir sind natürlich hier mit dem großen Scania Touring unterwegs. Oh, ist aber ganz schön eng hier. Huch. Ne? Wenn es knapp wird, immer noch ein Meter, sagt man, ne? So, da sind wir jetzt gleich eingetroffen hier. In Luxemburg. So. Schauen wir uns das mal an hier. Hier wird auf jeden Fall gebaut. Mal gespannt, was wir denn dann hier noch so sehen. So, müssen wir ein bisschen aufpassen. Kleine Engstelle hier, ne? Schönes Restaurant haben wir auf jeden Fall hier auch noch. Oh, guck mal, eine Baustelle, da wird gebaut. Oh, auch ein bisschen vertont. Finde ich persönlich auch sehr schön. Das sorgt dann auch für ein bisschen Abwechslung. So, links geht's zum Zentrum. So. Ist dann wohl der Vorstadtbereich, Innenstadtbereich. Ja, ein paar Roller stehen hier auch links und rechts. Ja, die Gebäude kennen wir vielleicht schon aus anderen dementsprechenden DLCs. Die wurden dann natürlich hier auch nochmal verbaut. So, jetzt gehen wir mal in die Außenansicht. Gucken wir mal. Sieht auf jeden Fall schon mal recht schön aus. Ja, und auch hier mit den Bäumen jetzt, ne, bei Winter. Das hat natürlich auch schon wieder einiges. Hier sind noch ein paar Sitzmöglichkeiten. Gut, bei dem Wetter sitzt man, glaube ich, nicht mehr draußen. Ah, müssen wir einmal warten hier. Da wird schon wieder wild gehupt hier. Da haben wir zum Beispiel auch ein bisschen... Da haben wir, glaube ich, eine Kirche abgebildet. Oder ein Wall, ne? Könnte natürlich auch sein. Ich weiß natürlich jetzt nicht, ob ich von der falschen Seite reingefahren bin, ne? Das kann ich jetzt natürlich schlecht beantworten. Aber zur Not können wir hier nochmal... Wir können mal gucken, wo wir gerade sind hier auf der Karte. Wir sind ja in Bonn losgefahren. Zoom da einmal rum. Na, wir sind ja schon im Zentrum, ne? Aber hier scheint auch noch was zu sein. Vielleicht fahren wir dann einfach nochmal hier gleich einmal rum. Vielleicht sehen wir dann noch ein bisschen mehr von Luxemburg. Oder es kommt gleich noch alles hier auf der linken Seite, ne? Werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen. So, guck mal, jetzt sind noch ein paar Leute. Ich wünsche mir viel mehr Leute hier auf den Straßen. Ne, dass das Ganze noch so ein bisschen belebter dargestellt soll. Davor ist auch wieder eine Baustelle. So, hier haben wir auch landesübliche Kennzeichen. So, fahren wir mal. Ja, auch hier die Ampeln sind... Ach, guck mal hier, da ist der schöne Bahnhof. Mit so ein paar Flaggen. Sieht auf jeden Fall schon mal gut aus. Auch so schöne altertümliche Bauweise.
Dann würde ich sagen, drehen wir gleich nochmal eine kleine Ehrenrunde hier. Ein großer Busbahnhof haben wir. Huch. So, und wir halten jetzt quasi hier rechts. Ach, guck mal, da halten wir. Mal gucken. So. Das ist dann quasi auch die Endstation hier. Mal gucken, wo wir hier wieder rauskommen. Müssen wir echt hier rückwärts rausfahren? Oder können wir da auch andersrum raus? So, hier ist auf jeden Fall der Halt. Wenn Luxemburg. Ich nur vorher gewusst hätte, wie schnell und günstig Fernbusse sein können. Ja, natürlich, junge Frau. Was denken Sie denn? So, guck mal, hier gibt es noch so einen kleinen Sitz. Da sitzt meistens der Reiseleiter. Ja, bei Sightseeing-Touren. Ich würde sagen, wir lassen mal alle aussteigen. Und schauen uns hier mal ein bisschen um. So, alle Fahrgäste sind ausgestiegen. Das heißt, man müsste jetzt hier, glaube ich, drehen. Und da haben wir einen schönen Bahnhof. Ich würde sagen, wir fahren vielleicht, ich guck mal gerade, jetzt hier nochmal rechts raus, immer rechts, rechts, rechts und fahren hier vielleicht nochmal lang, dass wir vielleicht nochmal ein bisschen was sehen von Luxemburg. So, da sind wir unterwegs. Ja, ich bin vorhin mal rausgefahren am Busbahnhof links rum. Und dann haben wir die schöne Altstadt, die hier schön dargestellt ist, meiner Meinung nach. Viele schicke Gebäude, die hier verbaut wurden. Und sind jetzt einfach mal eine andere Strecke gefahren. So, hier haben wir auch verschiedenste Gebäude. Ich war, wie gesagt, noch nicht in Luxemburg, deswegen kann ich es noch nicht sagen. Aber hier sehen wir zum Beispiel, wir gehen jetzt mal raus hier. Wir halten mal kurz an. Hier diese schöne, ja, diesen schönen Wall, ne? Diese alten Gebäude, die wir hier haben. Ich weiß, man hält hier nicht an, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Und dann würden wir jetzt hier einfach mal weiterfahren. So ein Mix aus alten und neuen Bauten. Und hier ist wohl dieser schöne Wall, den wir hier haben. Das heißt, wir gucken mal kurz, dass wir hier einmal rüberkommen. Und dann fahren wir da rechts einfach mal vorbei. Och, lull. Mann, die KI, ja. Da habe ich schon geblinkt. Gucken nochmal kurz auf die Karte und fahren jetzt hier einmal rum. Dann werden wir nämlich bei dem Wall auch dann nochmal eine Runde vorbeifahren. Und schauen uns den dann auch nochmal ein wenig an. So, komm, werd grün hier. Da, da haben wir grün. Freie Fahrt. Mal ein bisschen ausholen hier. Gucken, ob wir da rumkommen. Ich denke mal, das sollte passen. Aber der große Scandia Touring ist natürlich schon echt ein Riesengerät. Da müssen wir erstmal gucken. Da haben wir auch die europäischen Flaggen der Europäischen Union. Der Luxemburg zählt natürlich auch mit dazu. Und wenn wir uns das Ganze jetzt hier mal so ein bisschen angucken. Hier ist der schöne Wall. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus, ne? Also hat auf jeden Fall was. Und sorgt auf jeden Fall dafür, dass das Ganze hier dementsprechend dann noch um, ja, weitere schöne Punkte hier erweitert wird. Wir könnten ja mal, ich weiß nicht, ob wir jetzt hier drauf kommen. Gibt es da eine Zufahrt? Nee, gibt es keine. Hier ist wahrscheinlich die Gedenkstätte. Ein Denkmal der Erinnerung. So wie es auch in der Beschreibung zu lesen war. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr schön aus. Sehr gut gelungen. Man hat hier auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Sicht. Ja, wenn man sich das Ganze hier mal so anschaut. Ja, der Blick auf Luxemburg. Hier haben wir so eine altertümliche Kirche. Das sieht auch recht schön und gut gelungen aus. Also ich finde es jetzt nett gemacht. Ne? Auf der einen Seite jetzt, wo wir vorhin reingefahren sind, da hat man es jetzt nicht unbedingt gesehen. Deswegen hoffe ich auch, dass ihr bis zum Schluss mit dabei wart. Auch wenn ich jetzt den einen oder anderen Schnitt hier mal hinzugefügt habe. Ich habe mich nämlich einmal kurz verfahren. Das habe ich euch gar nicht erzählt. Ja, das passiert manchmal. So, jetzt fahren wir hier wieder rum. Und sind dann... Sehen dann hier vorne auch noch so einen kleinen Wall.
die auf jeden Fall auch sehr, sehr gut gelungen ist. Jetzt haben wir hier, glaube ich, auch nochmal einen Blick hier rüber. Also verschiedenste Gebäude und Wahrzeichen. Ja, Sehenswürdigkeiten hier, die wir haben. Sieht auf jeden Fall recht schön aus. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt hier noch einmal ein bisschen im Kreis. Da wäre ich lieber von der anderen Seite reingefahren im Nachgang, ne? Weiß man aber nicht. Und ich möchte mich da immer ungern spoilern lassen. Also welchen Ding hatte ich ja vorhin schon mal erklärt. Guck mal, da haben wir auch noch ein bisschen was, was auf jeden Fall auch recht cool ansieht. Gleich hupen die wieder. Aber ich denke, man sollte sich die Zeit auf jeden Fall mal nehmen, um sich das Ganze hier anzuschauen. Sieht auf jeden Fall schon mal viel, sehr, sehr vielversprechend aus, das Ganze. Es freut mich auch, dass es wieder kostenlos ist. Und dann würde ich sagen, fahren wir hier mal kurz zurück zu unserem Busbahnhof. Ich glaube, da müssen wir einfach nur hier geradeaus fahren. Hier ist, glaube ich, nur ein kleines Einkaufszentrum, so wie das aussieht. Ich guck mal, sind wir jetzt hier richtig? Wir können auch eigentlich mal beim Depot vorbeifahren. Da können wir unseren Bus einmal abstellen. So, machen wir ein bisschen Licht an. Und gucken uns das auch mal, den Lichtkegel an hier. Das sieht auf jeden Fall auch recht cool aus. So, komm. Grün soll es werden. Ja, bei dem Wetter hier mit Fahrrad fahren ist, glaube ich, ein bisschen komisch. So. Dann parken wir gleich unser Fahrzeug beim Depot und haben dann hier so ein kleines Sightseeing bekommen und so einen Eindruck vom morgen erscheinenden kostenlosen DLC. So, weiter geht's. So, wenn ihr das auch haben wollt, Link natürlich in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das Ganze dann schon mal ja, auf eure Wunschliste packen und sobald es verfügbar ist, könnt ihr euch das dann runterladen. So, auch die örtliche Polizei wurde hier auch verbaut. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ja. Sieht auf jeden Fall gut aus. Da sind wir auch vorhin reingefahren. Wir hätten hier am besten mal rechts rumfahren sollen. Dann hätten wir ein bisschen mehr gesehen. Aber gut, das weiß man natürlich vorher nicht. Deswegen, ja, kann man das manchmal ein bisschen schwer einschätzen, wie das Ganze denn auch aussieht. Ne, aber jetzt hier die kleine Stadtrundfahrt, die wir jetzt hier nochmal gemacht haben, dass wir einmal rumgefahren sind. Also das hat mich auf jeden Fall ja, sehr, sehr gefreut. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr nett aus. Und ich denke mal, das war nicht das letzte DLC gewesen. Da wird, denke ich mal, noch das ein oder andere kommen. So, wir fahren jetzt mal hier vorbei. Und sind dann wieder da, wo wir auch vorhin letztendlich lang gefahren sind. So, hier vorne ist dann wahrscheinlich der, ja, der Busbahnhof, der große. So, wir können es eigentlich auch mal hier hinstellen. Würde ich jetzt mal sagen, komm, wir parken hier auf den großen Busbahnhof. Da wäre der Halt zum Beispiel viel, viel schöner gewesen. Guck mal hier. Da passen wir nämlich auch genau rein. Hoffe ich doch. Wir schauen mal, ob wir da reinkommen. Huch, Bahnsteig 15 und 16. Und da parken wir jetzt hier gleich unser Bus. Huch. Und, ja. Da würde ich sagen, fahre ich nochmal ein Stück zurück. Da passen wir nämlich nicht durch. Schade eigentlich. Das wäre zum Beispiel echt eine coole Sache gewesen. So, zum Ende hin nochmal pures Chaos. Man kennt es. Und dann würde ich sagen, machen wir mal hier den Motor aus, steigen aus und sind jetzt hier in Luxemburg. Also das hätte ich cool gefunden, wenn man hier, ja gut, wenn man mittig fährt, dann wäre man hier auch wahrscheinlich vorbeigekommen. Läuft auf jeden Fall. Kollision funktioniert. Ich finde das, ja, kostenfreie DLC, was auf jeden Fall kommen wird, sehr, sehr cool gestaltet.
Und ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr auf jeden Fall wieder mit dabei wart bei der schönen Fahrt hier in Luxemburg mit dem schönen Scania Touring. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Bye, bye. Euer Homer.